Jetzt, Achtung! So, hallo. Vielleicht kann man das Video von gestern mit nachhängen, wo wir die Pagode hinlaufen lassen. Dann gibt es vielleicht dort ein Stück, den wir jetzt dann auf der Achse daher gefahren haben. Da wurde unten noch weiter geschafft. Da wurde auch weiter geschafft. So ist der freundliche Mann da mit den Beilen, nicht der ohne Beile, der sie rausmacht. Und da haben wir den freundlichen Mann mit dem 623 hellelfenbeinfarbenen Dach. Da sind Kringelen da. Jetzt weiß ich nicht, ob man das sieht. Leicht ist das mal, so krass kann man das irgendwie sehen. Die Delle selber sind sehr schwierig zu erkennen, deshalb habe ich sie ja gekringelt. Ja, also man sieht es auf jeden Fall, wenn man genau guckt. Die größere schon. Da, wenn da auch nochmal drauf geklopft hätte bei irgendwas daheim. Ja. Weiß man nicht. Im Laufe des. Aber man sieht schon, ich denke, dass man vielleicht sogar ein bisschen erkennen kann. Das da ist eine ganz große Langzoge. Ne? Also erkennen du es auf jeden Fall, wenn du mit der Kamera so drüber fährst, wie quasi abscannen, dann wird es sichtbar. Wieso? Ja, genau, so drüber fahren. So, dass du Licht im Hintergrund hast, das ist dann wie so ein Scan. Also die sind da drin auf jeden Fall. Ja. Da sind wir die. Und die hat der Kunde gesehen dahin. Da haben wir jetzt ein bisschen das Problem, dass innen drin die Dämmung reingeklebt ist. Und für mich wäre es natürlich gut, wenn die draußen wäre. Ich gucke mal an, wie die Dämmung aussieht. Ich kann es probieren, durch die Dämmung durchzuarbeiten, aber. Na, die Dämmung hat noch einen Schaden. Die hat dann einen Schaden, ja. Aber die Wollmilchsau, oder wie heißt denn das Sprichwort, die eierlegende Wollmilchsau? Die Zeit. Das ist da einer drin, da auch einer drin. Ah ja. Oh, ob der das alles zahlen kann, so viele Beile. Gleich müssen wir mal anrufen, ob man die überhaupt alle rausmachen soll. Ja, da rufe ich noch einmal an. Weil dann wird er fragen. Was ist der Preis? Ja, aber das ist alles nicht überschaubar dahin. Also das ist auf jeden Fall, das was das kostet, ist auf jeden Fall wert, wenn da keine mehr drin sind. Ja, auf jeden Fall. So. Ist ja bei dem Auto war sonst ein. Und hinten war auch noch was? Eigentlich nur zwei Stück an der Heckklappe. Da ist noch eine. Ja, ganz kleine. Vielleicht sieht man es da ganz mini, ist das da hinten. Und die da hinten, auch mini. Die geht nach außen da hinten. Ja. Das ist praktisch eine Beule. Die nach außen geht, ist eine Beule, gell? Ja. Und die nach innen ist eine Delle. Also da hat man irgendwas eingeladen und zugemacht. Das ist ein Ding dran. Vielleicht sieht man es. Ich denke, man sieht es vielleicht. So. Jetzt mache ich meine Vesper und rufe den Kerl hier an. Ja. Und du fängst mal, am besten fangst du mit denen auf dem Dach an, weil die sind wichtig, die sind richtig große Dinger. Ja. Und die da, ein bisschen die ist relativ neu drin. Die ist neu drin und auch richtig gut neu geklebt. Also nicht so, dass sie gelöst ist an Stelle, sondern die kriegst du schon raus. Ja, und kannst du auf der Dämmer drücken? Nein, nicht wirklich. Also wenn ich das machen würde, dann wäre die Dämmer hätte lauter Löcher und lauter. Ja, dann lassen wir jetzt mal die Dulle da hinten hoch, das sage ich dem. Da fangen wir die mit dem Dach an. Und dann rufe ich den an. Du weißt ja, welchen Aufwand das ist, wenn eine gut geklebte Dämmer da drin ist, bis man die draußen hat. Ja, vor allem ist die nicht bröselig. Ja. Normal fliegt die von der Neu raus und der Rest tut man rausdampfen. Ja. Aber die da ist halt richtig fest drin. Das ist schon neu. Ja. Der hat ja wahrscheinlich voller Eifer eingeklebt. Ja, da sehe ich es auch. Und wenn man die Dämmer da eingeklebt, dann muss man auf jeden Fall. Braucht man mindestens eineinhalb Dosen Klebstoff oder zwei Dosen Sprühkleber. Ja, zwei Dosen, weil die Dämmate die saugt. Man legt die Folie da hinten noch alles aus, legt alle Dämmate da hinten noch, und spritzt einer spritzt da hinten ein, die Dämmate, und der andere spritzt die Motor hoch ein. Da brauchen wir zwei Spritzen. Alles andere hebt nicht, dann kommt er wieder runter. Ja. Sind wir es breit abt. Fürs breite Publikum breit gedappt. Und ich meine, tendenziell neige ich dazu, mir den Paddix zu holen in der Dose, den flüssigen, den Klassik, und dann mit dem Pinsel
das einzuspielen. Immer früher gemacht, aber jetzt möchte ich keine Werbung für den Wirtssprühkleber machen, aber der ist wirklich sehr gut. Ja, also. Mit zwei Dosen Wirtssprühkleber geht es, alles andere hat bis jetzt nicht funktioniert. Aber die von Berner, die Literdose, Klebstoff und die vom Wirt genauso, die sind halt unsere Lieferanten. Okay. Die gehen, wir können halt in den Baumarkt fahren, also die gehen sehr gut. Kann man auch einpinseln, ist auch möglich, aber mit dem Sprühkleber geht es halt schneller. So, aber jetzt haben wir es noch breiter getappt. Also so breiter geht es schon nicht mehr. So, also ich mache wir mal aus und dann sind wir nachher weiter. So, ich bin gerade noch aufmerksam gemacht worden, dass wir auch zeigen sollen, dass da hinten alles weg ist, aber das war ja klar. Wir haben auch die Scheibe nämlich ausgetauscht. Dann, und ja. Der Dachhimmel, den kann man dann mal aushängen und dann kann man nämlich da vorne die Dulle wegmachen. Weil es ganz wichtig ist, dass man sie von innen nach außen raus macht. Weil von außen ziehen geht bei den alten Autos nicht, da dann der Lack mit runter geht, weil die alle schon mal lackiert worden sind und der Filler hebt das nicht, die Gewalt vom Ziehen. Deshalb muss man innen das erreichen können. So, also Sie haben jetzt da eine drei offene Lackstellen auf dem Dach, aber Ihre Beute sind draußen. Also, jetzt noch breiter. Dankeschön. So, jetzt haben wir, oder sind da eine diese Dulle vom Dach rausgemacht worden. Die sind jetzt weg. Das schaut jetzt ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob man das recht jetzt so sieht. Wenn man es zuvor anguckt. Und die Hände, die sind auch weg. Dann haben wir eine Spitze drin. Da, wo dann hochgekommen ist. Die ist auch weg. Nur die in der Haube haben wir nicht weggemacht. Ich habe gerade den Kunde angerufen. Der geht aber, es ist jetzt halt Samstagmittag, 3:30 Uhr. Der sitzt wahrscheinlich mit seinen Kindern in der Badewanne. Und kann jetzt nicht ins Telefon gehen. Die da hinten, die könnten wir rausmachen dann, oder? Bist du? Das weiß jetzt nicht, was. Ah, warte mal, da schaut jemand. Halt. Wind? Nein, da muss man runtergehen und das Ding, da kommt man schlecht nach. Ja. Aber weißt du, was soll ich die eine rausmachen? Die hat ja mehrere. Jetzt sind, das ist so, dass er die Dulle, die hat er noch, aber da müssen wir jetzt die Motor, die mal die ausbauen. Und da, da kommt man ja hier rein. Ja. Da kommt man rein, aber. Die hat ja Kunde auf selber neigelebt wahrscheinlich. Schätze ich mal. Die ist richtig gut drin. Die ist richtig gut neigelebt. Ja. Und die ist halt ein Hebel, wenn man die rausmacht. Das muss ich halt abklären. Ja, die geht kaputt. Ja. Also warten wir, vielleicht ruft er noch gleich an. Wenn sich abtrocknet hat, ansonsten machen wir da vielleicht nächsten Samstag weiter. Also das war mal das. Jetzt haben wir, wollten wir noch was erzählen. Das ist immer nicht runtergelassen, ich habe jetzt gerade ein bisschen viel um die Ohren, ich habe noch was zu machen. Also danke mal, gell? Dankeschön. Also es sieht echt super aus. So ohne Dulle auf dem Dach. Danke. So, der Mann hat zurückgerufen, wir haben alles abgeklärt. Jetzt haben die Beule hier noch rausgemacht. Aber jetzt probieren wir halt mal sogar, weil die Problematik, die ist mit zwei guten Wirtssprühklebern eingeklebt. So wie man es machen muss. Kann. Die geht nicht so einfach raus. Und jetzt tut nee, die nämlich, da, also da ist schon was fehlig. Jetzt drückt er über. Es drückt da mal über die Dämmade. Ja. Und bei der großen Delle, da wo ich dengeln muss, da wird es, da kann ich das mit Brücken ja nicht mehr machen. Da muss man sie dann rausmachen. Also die muss man rausmachen. Leider, wegen diesen. Wegen die Dämmade jetzt? Wegen, ja, ja. Die Dämmade muss man rausmachen. Ja, wegen dem da. Ja. Und dahinter die. Ja, das ist schon ein bisschen probiert, aber es geht eigentlich nicht so gut. Da muss er doch noch raus. Der Kunde ist informiert, muss rausgekrubbelt werden und wird dann neu geklebt. Leider. Aber das ist halt immer, wie wichtig ist es, dass sie weg sind und eigentlich ist er wegen denen gekommen. So, wegen denen ist er gekommen und die hat er rausgemacht gekriegt. Hat aber informiert, man hat informiert und Rücksprache gehalten. Also einfach eine Dulle rausmachen ohne Kundenrücksprache geht dann auch nicht. So, eine sehr schöne Waage, haben wir schon mehrfach gefilmt. So, jetzt haben wir nochmal gefilmt. Hört sich auch gut an, Lenkradautomatik. Gut. Also, dann machen wir weiter. Jetzt ist 4:30 Uhr gleich, vorbei schon.
Da muss ich ja nachher noch mit dem vorbei. Ich fahre den gleich weg noch, ja. Mhm. Also zu einem Segennetz, das halt schwingt. Ja. Also, sehr gut, sehr schön war es. Sehr schön. Alter, ich gebe mir vielleicht noch gucken. Super, ein Päckchen Inhaltsvergaser. Auch interessant. Was machen wir am Sonntag? Ausruhe. Dankeschön. So, das könnte man vielleicht am Samstagsvideo noch mit dranhängen. Da haben wir jetzt den Dachhimmel ausgebaut. Da machen wir jetzt die. Der wird jetzt dann neu befestigt, weil der hat durchgehängt. Also Auto ohne Dachhimmel. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen einfacher, weil da kein Schiebedach hat. Das ist jetzt in dem Fall ein Vorteil. So, wie gesagt, jetzt sieht man vielleicht auch nochmal da hin. Die Tüller vorne sind weg. Der Motorhaupt, das kommt nächstes Samstag raus. So. Da hängt der Dachhimmel. Also, kann man noch schön mit noch machen. Rückbank muss dann auch raus, weil die C-Seitenabdeckungen hinten weg müssen. Gut, dahinter. Also, schön war's. Und die zwei Kameraden, die kommen das nächste Mal drauf. Dankeschön.